Sebastian Pico, cool und clean für dich als Wisp, euer wichtiges Projekt für den Verein selber. Warum jetzt das? Warum engagiert man sich da so stark? Ja, einerseits hat man natürlich eine Verantwortung gegenüber den zahlreichen Jugendlichen, die im Club sind. Wir wollen natürlich auch ein relativ gutes Bild vom Club nach, gegen aussen noch geben. Und besonders noch bei der ersten Mannschaft probieren, dass die Spieler eine gewisse Vorbildsfunktion wahrnehmen. Und wenn man natürlich auf einige Programme, die schon bestehen, kann brauchen, kann noch integrieren in der ganzen Kommunikation, die wir gegen innen haben, ist das sicher eine gute Sache. Cyber und Fair, vielleicht einzelne Projekte, die man schon mal gemacht hat in unserer Vergangenheit. Was sind die Erfahrungen gewesen? Ja, es sind zahlreiche Projekte, die meistens auch indirekt mit dem Verband gestartet werden. Wir haben zum Beispiel Protect My Head gehabt, durch die ganzen Hirnerschütterungen, die da waren. Da hat man natürlich einen sehr guten Support und auch gewisse Unterstützungen von Cool & Clean. Jetzt in Zukunft geht es viel auch im Respekt, den wir untereinander haben müssen. Aber es geht natürlich, es ist ein sehr, sehr grosses Thema. Es geht natürlich viel auch in alles, was Anti-Doping ist oder irgendwie gewisse Substanzen, natürlich, die für einen Sportler nicht geeignet sind. Und da können wir natürlich gut informieren mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen. Wie schwierig ist es jetzt eben die Jugendlichen und die jungen Leute einfach zu sagen, probieren zu überspolten, wenn wir, nehmen wir ein Beispiel, der FC Bayern München gewinnt Meisterschaft, Champions League, der wird da Bier duschen. Also, wie schwierig ist es denn da zu sagen, ja, Vorbildfunktion, aber in dem Moment, da darf er halt gar nicht lügen. Ja, eben, es ist der Hockeysport ist natürlich ein Mannschaftssport. Da hat man dann gerne schnell mal ein Bier in der Hand. Und da müssen wir natürlich auch ein bisschen aufpassen, welche Bilder tut man und welche Botschaften tut man kommunizieren. Ich glaube, ein absolutes Verbot von sei es jetzt ein Bier oder was es immer ist, ist wahrscheinlich nicht möglich. Aber es ist wie jede Substanz, müssen wir auch den Mittelweg finden. Und ich glaube, wir müssen einfach die Leute verantworten. Und das ist natürlich das Wichtigste. Dass die Leute sich eingesehen, was machbar ist und was nicht. Jetzt haben wir ja im Kanton Wallis einen sogenannten offiziellen Botschafter, der eigentlich euch ein bisschen vermitteln da sind, mit Rat und Tat zur Seite stehen. Wie wichtig ist das für ihn? Was erwartet ihr von ihm? Ja, also wir haben vermehrt eigentlich den Kontakt mit Bären gehabt bis jetzt. Es ist natürlich gut, dass man jetzt kantonal eine Stelle hat, wo man Informationen einholen kann. Und ich glaube, es müssen wir da ein bisschen Zeit lassen, dass man die Projekte im Wallis, die jetzt schon ein bisschen bestehen, steuern kann und sicher weiterentwickeln. Für uns ist es aber wichtig, dass man hier jetzt vor Ort jemanden hat, der sich mit dem befassen kann.